Honky-Tonk-Romantik in der Eifel. Die Klischees stimmen, darüber braucht man nicht zu diskutieren. Geht's 1988 um Lastwagen und in diesem Fall um Renntracks, dann muss man sich der Diskussion über Umweltbelastung und Sicherheit gerade bei so einer Veranstaltung stellen. Es gibt sicherlich technische Details, wo man hier im Rennsport Erfahrung sammeln kann. Zum Beispiel das Thema Bremsen. Eine Bremse, die den Rennsport hier übersteht, die ist auch gut für einen 40-Tonnen-Zug. Keiner von den Trucks hier fährt mit standardmäßigen Bremsen. Und gerade in dem Punkt sehe ich also sogar für die Technik große Chance. Zur Erinnerung, fast auf den Tag genau vor einem Jahr ereignete sich die Katastrophe von Herborn. Truckrennen sind also Gelegenheit für die Industrie, nicht nur mit viel Ballyhoo für das Produkt zu werben, sondern auch zur Weiterentwicklung beizutragen. Oder kann sie diese Chance nicht nutzen? Oh doch, das kann sie sehr wohl, weil ich der Meinung bin, dass wie bei dem normalen Auto- und Motorsport auch im Truckrace Erfahrungen gewonnen werden können. Natürlich in Bereichen mit Geschwindigkeiten, die auf der Straße nicht zulässig sind. Aber trotzdem glaube ich, dass man hier sehr viel gewinnen kann. Zum zweiten Thema, zur Umwelt. Der Rennleiter nimmt ein Fahrzeug von der Strecke wie hier. Lose Teile an der Karosserie können die Nachfolgenden gefährden. Der Fahrer muss an die Box den Schaden beheben, klaps, dann darf er weiterfahren. Aber auch Gefahr für die Umwelt, dann greift er heutzutage ein, der Rennleiter. Bei Trucks ist der Track gut zu sehen. Jahren immer das Problem, dass die Fahrzeuge zu sehr gerußt haben. In diesem Jahr haben wir eine technische Kommission extra dafür bestimmt, die dieses Rußen bei der technischen Abnahme von vornherein überprüfen. Sollte während des Rennens dann einer irgendwie gefuscht haben und seine Einspritzpumpe fetter gestellt haben, steht der Techniker wiederum da und dann muss wohl oder übel der Augenschein festgestellt werden, wer übermäßig groß wird mit der schwarzen Flagge, mit dem orangen Punkt darauf aufmerksam machen, dass er ruht. Er hat an die Box zu fahren, verliert natürlich wesentliche Plätze dadurch und hat seine Pumpe runterzustellen. Tut er das nicht, wird er dann auf die Werte genommen. Wir haben also das große Glück, dass eine namhafte deutsche Firma inzwischen die Dekra überwacht die ganze Angelegenheit und seitdem ist mit der Schummelei ganz schön schwierig geworden. Man kann auf jeden Fall sagen, im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich in puncto Rauch einiges getan. Sie können es selber auf den Bildern sehen. Eine Übertreibung wäre es, die Luft hinterm Auspuffrohr als clean zu bezeichnen. Aber die Bilder zeigen es tatsächlich. Dreckfahnen wie die in den Jahren zuvor sind passé. Vorbei die Ruß-Tracker-Romantik. Bis zu 800 PS. Höchsttempo 190 auf den Geraden. Die Frage, wann gibt's Rußfilter für den Rennbetrieb mit Turbolader? Wenn man einen mittelfristigen Zeitraum sieht und unter Mittelfrist immer 5 Jahre versteht, kann man schon sagen, das wird sehr bald sein, weil wir uns vorstellen, dass wir in etwa 2 Jahren soweit sein werden. Da dürfen wir also hoffen. Zum Spektakel selbst, der erste Lauf der Klasse bis 14,1 Liter Hubraum. Ganz links der Sieger des Vorjahres, der Schwede Kurt Göransson. Die Nummer 8, daneben Mel Lindsay, England. Beide sind im richtigen Leben auch Truckfahrer. Göransson, hier schon an der Spitze, fährt dann mit einem 60 Meter langen Holztransporter. Kursabweichler, hier eine kleine Auswahl, alle blieben so heil. Der Streckenposten war aus dem Häuschen, vorher schon. Die Entscheidung um Rang 2. Günther Spindler bremst erst da, wo man eigentlich nicht mehr bremst. Macht die Tür, wie es heißt, hinter sich hartnäckig zu. Ein Überholmanöver, das die 40.000 am Ring vom Hocker riss. Platz 2 für den Wiener Spindler, Lindsay ist Dritter. Und so blieb's bis zum Schluss des Rennens, das souverän Kurt Göransson gewann. Nach 10 Runden Rennspektakel. Morgen geht's an selber Stelle weiter, von 9 bis 6 abends, ein attraktives Truckprogramm. Viel Spaß also. Bis morgen am Nürburgring. Arizona, noon on the 7th of June, and they high above.